Tag zusammen von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Spiel aus der UEFA Champions League. Spieltag Nummer 5 steht auf dem Programm. Bald ist sie also vorbei, die Gruppenphase, diese Vorrunde. Und so langsam können wir mal darauf achten, wen wir wirklich auf dem Zettel haben müssen. Heute heißt es Ajax Amsterdam gegen Manchester United. Spieltag 5 der UEFA Champions League, Buschi. Wie sieht dein Fazit aus bisher? Ja, klasse, was die Teams hier immer wieder leisten. Man merkt, was dieser Wettbewerb für einen Stellenwert hat. Und da ist sie, die Startaufstellung von Ajax Amsterdam. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittel. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Freistoß, das könnte eine Chance sein, hier in Führung zu gehen. Das ist es vielleicht. Das war kein Problem für sie. Er hält den Freistoß sicher. Daniel James. United über den Flügel. Jungmin Son. De Jong. Für die Gäste geht es hier heute um den Einzug in die K.O.-Runde. Ein Punkt reicht, aber ich würde Ihnen raten, nicht auf Unentschieden zu spielen. Jetzt Man United im Angriff. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Und die Chance. Son. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Noch ist die Chance da. Guter Einsatz von Lindelöf. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Er ist eindeutig in Form. Das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Den Ball holt er sich. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gut geklärt. Das war wichtig. Manchester United mit dem Einwurf. Schwache Aktion, Ballverlust. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Ziehe ich! Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. United mit viel Platz auf außen. Moisander. Blind. Nusay Mazraoui. Promes. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jungmin Son. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Blind. Und damit sind sie am Ball. Und er schießt. Ganz stark vom Torwart. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Jetzt der Eckball. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Jetzt haben sie den Ball. Scott McTominay. Geht er rein? Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Vielleicht die Lingard. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Ziyech. Nusay Mazraoui. Und das ist der Ballverlust.
Moisander. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Promes. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Schießt er ihn rein. Guter Schuss, aber er hat... Sie möchten heute weiterkommen in dieser Partie. Zur Pause müssen wir festhalten. Kann klappen. Völlig richtig, Wolf. Machen das gut, haben alles im Griff, wirken zielstrebig. Wirken ja, wie ein Team, das ganz genau weiß, was es will. Also wenn sie bei der Linie bleiben, dann müsste es heute klappen. So, wir machen jetzt weiter mit Durchgang 2. Wir erleben bislang ein gutes Spiel an diesem 5. Spieltag in der UEFA Champions League. Den Ball kann er abfangen. Weg ist der Ball. Und jetzt gibt es Einwurf. Daniel James. Da kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Jetzt gibt es Ecke für United. Der Ball kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Zu zweit versuchen sie hier die Aktion zu unterbinden. Lindelöf. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da können sie erstmal klären. David Neres. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was hast du? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein in dieses Spiel. Ist überhaupt noch kein Faktor. Scott McTominay. Da zieht er ab. Bleibt nicht viel übrig. Sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Weiter mit Einwurf für Manchester United. Lingard. Er zieht ab. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Bald geht es in der Premier League weiter für Manchester United. Dann geht es auswärts gegen Burnley. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Promes. Lingard. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Schönes Zuspiel. Klasse! Da zieht er ab. Chance lebt noch. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da zeigt er den absoluten Willen, dir das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Führung jetzt für Manchester United. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Gut geklärt, das war wichtig. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ajax Amsterdam bekommt den Einwurf. Ein neuer Mann soll rein, es gibt einen Wechsel. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussieht. Promes! Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. De Jong. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. United mit viel Platz auf außen. Und das ist der Ballverlust. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen noch mal wie ein Mann hinter dem Team. Da ist die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein.
Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Wechsel bei Ajax. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Hier steht es kurz vor Schluss 1:0. Wir blicken schon mal kurz voraus auf die nächste Partie. Buschi. Der kommende Gegner von Manchester United heißt Burnley. Wenn sie da so auftreten wie heute, sieht es gut aus. Gute Aktion. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Das macht der Torwart klasse. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Da zieht er ab. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Er will jetzt den Ball. Lingard. Sehr guter Einsatz. So, wichtigstes Ergebnis dieses Spiels heute. Sie sind weiter. Und wieder ein ordentlicher Auftritt. Sie dürfen weiter vom Triumph in dieser...